Eine ganze Woche kann sich der FC Bayern auf das Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart vorbereiten, frohlockte Matthias Sammer gestern. Also bat Pep Guardiola heute alle verfügbaren Profis zu einer nicht öffentlichen Trainingseinheit. Franck Ribéry ist ja längst wieder voll dabei und demzufolge für Samstag zuversichtlich. Natürlich, ich bin fit für Samstag. Natürlich, ich weiß nicht, was der Trainer besser will machen. Vielleicht Arm fahren und vielleicht den Bank oder vielleicht. Aber natürlich, ich bin 100% für das Spiel. Robert Lewandowski kehrte ja von der EM-Qualifikation mit der Empfehlung von 4 Toren für Polen gegen Gibraltar zurück. Das gibt, auch wenn das nicht der allergrößte Gegner war, natürlich Selbstvertrauen. Ja, natürlich, jeder Spieler ist zu viel, wenn gewinnen ein Spiel nach der Mannschaft. Und dann, wenn du kommst zurück zur Mannschaft, oder wie ich nach München, natürlich. Das ist am besten, was kann sein. Und jetzt, das wäre auch gut, wenn wir auch in der Bundesliga gewinnen. Wenn du spielst alle 3 Tage und ja, Bundesliga, Champions League sind dazu, das ist wirklich sehr, sehr gute Nachrichten für mich auch. Und ich hoffe, dass unsere Form geht immer noch hoch. Karl-Heinz Rummenigge weilt als Vorsitzender der Europäischen Clubvereinigung ECA 2 Tage in Genf. Themen auf der 13. Vollversammlung sind unter anderem das Financial Fair Play in den europäischen Ligen und die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Und zu Hause gibt es einen personellen Wechsel. Der Präsident des FC Bayern München, Karl Hopfner, übernimmt mit sofortiger Wirkung den Vorsitz des Aufsichtsrats. Als ich zum Präsidenten des FC Bayern München gewählt worden bin, war es natürlich auch schon Aufgabe, dann als Mehrheitsaktionär der FC Bayern München AG dort auch den Aufsichtsratsvorsitz zu übernehmen. Das war auch so abgesprochen. Damals ging es nicht, als Uli Hoeneß zurückgetreten ist, weil da war ich noch nicht gewählt als Präsident. Infolgedessen war es die logische Konsequenz, dass der erste stellvertretende Vorsitzende, Herbert Hainer, nachrückt und eben Aufsichtsratsvorsitzender geworden ist, aber es war abgesprochen mit ihm, sobald der Präsident gewählt ist, wird man bei einer der nächsten Aufsichtsratssitzungen, und die war jetzt gestern, eben den Wechsel vornehmen. Das heißt, Herbert Hainer, dem auch Dank zu sagen ist für das, dass er das übernommen hat, hat niedergelegt und ich wurde gewählt.